Leute, ich sehe da drüben Alpha Stein. Wenn ich mich vielleicht an ihn ransneake. Scheiße! Mann! Oh nein! Nein, nein, nein! Meine Axt! Oh, ich will nicht! Ich will keinen Stress! Ich will keinen Stress! Hey, danke! Was ist los? Wo ist dein Haus? Ein Haus? Ja. Ich habe mein Haus gerade erst gebaut, aber wie kannst du dir zeigen? Ist von da gekommen. Das muss hier irgendwo sein. Ja, das ist richtig neu. Ich kann dir sogar eine Haustour geben. Komm mit. Warum flüsterst du eigentlich? Ich weiß nicht. Ah, okay. Ich mache einfach mit. Hier, pass auf. Das hier ist meine Putz... Das hier ist mein... Hey, ich zeig dir mein Haus. Das ist hier. Das ist nicht dein Haus! Klar ist das mein Haus! Ich glaube nicht! Klar, jetzt ist mein Geheimkissen! Zack, ich hab wirklich nichts. Ich meine Rüstung komplett unverzaubert und fast kaputt. Hier. Wo ist Endes Kopf? Ich hab den. Warum haben wir den so oft besiegt? Ich hab den nicht. Ich hab den nie bekommen. Ich hab da... Eline? Ich sag nichts als die Wahrheit und nur als die Wahrheit. Ich weiß, du arbeitest mit Benson zusammen. Ja, also wir sind beste Freunde, aber Geschäfte gemacht haben wir jetzt eher weniger. Das glaube ich dir nicht. Ihr macht einen geheimen Clan auf. Ich habe davon mitbekommen. Ich mache keinen geheimen Clan auf. Guck mich an. Ich habe gar keine Rüstung. Irgendwas habe ich eben gehört. Du steckst da auch mit drin, Eline. Nein, ist nicht so. Ist nicht so. Ich steck da wirklich nicht drin. Hey, warte mal. Hey, wir können auch eine Poolparty machen hier. Was soll ich machen? Ich werde Haut kaputt machen, weil ihr die Weine jetzt. Ja, aber das ist die Wahrheit. Wo ist der Kopf? Ich hab den Kopf nicht. Ich hab wirklich okay, den... ich will TNT jetzt holen. Ich will jetzt TNT holen, Lina. Ich will TNT holen. Ehrlich jetzt? Aber das habe ich... Yeah. Das steht noch nicht mal 24 Stunden in das Haus. Du hast mich falsch angelegt! Ey, ich hab mich noch mit niemandem angelegt. Ich wurde fünfmal gekillt. Ich hab gar nichts gemacht. Ich hab nicht ein... Du hättest nicht tun dürfen. Ich hab nicht ein... Brich ab jetzt den Kontakt ab mit Benson und dann verzeih ich dir. Ich kann niemals im Leben den Kontakt... Benny, Freundschaft! Nee, das kann ich nicht machen. Benny, Freundschaft jetzt! Nee, das kann ich nicht machen. Nee. Also... Das musst du tun. Nee. Er ist böse! Der ist cool, der ist korrekt. Nein, er ist böse! Mann, ey, meine Rüstung ist kaputt. Dankeschön. Ich kann eine neue Diamantrüstung besorgen, kein Problem. Aber Benny, Freunde! Nein, ich kann ihn nicht beenden! Na gut, wie du willst, Lina, du wirst es bereuen. Ja, also lieber verzichte ich auf mein ganzes Haus, als auf Ben. Was? Ja. Spring das hier alles und auf deine Items verzichtest du auch? Auf was? Auf meine Items? Auf deine Items! Ja, gut, natürlich auch. Also, die gehen auch vor. Lina? Ja? Okay, ich werde dich erstmal in Ruhe lassen. Aber nur für ein paar Minuten, ich werde gleich wiederkommen. Okay. Okay. Tschüss. Aufwachen! 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 Grüße an die 5 YouTuber in unserem Clan, okay? Hey? Versteh das! Okay. Lumex, Ente, Rustik, Janis und ich! Oh. Und du auch, Nina! Nein, ich bin nicht im Alpha-Clan! Also ich bin gar kein Clan! Ich bin clanlos! Ich bin. Hey! Warum nicht? Ja! Na gut, kein Problem! Für Konsequenzen haben! Ente! Ente? Tschüss! Tschüss! Wiedersehen! Ciao! Oh Leute, der will, dass ich die Freundschaft zu Ben beende. Das kann ich niemals machen. Ich verzichte auf alle Häuser, die ich hier gebaut habe. Auf diese ganzen Bücher, die ich hier alle habe, verzichte ich drauf. Ich hoffe, er bedroht mich jetzt nicht. Also natürlich wird er mich noch weiter bedrohen, ey. Ich hab den übel sauer gemacht, Alter. Mann, ich glaube, ich muss von dem Haus, was ich hier gebaut habe, das müssen wir uns noch einmal angucken, Leute.
Von dem muss ich so ein bisschen ab. Oh. Hey! Na, was wo geht? Wo willst du denn hin? Ich wollte nur mal ein letztes Mal mein Haus angucken, bevor das vielleicht weggesprengt. Oh, mach das! Ich laufe hier auch nur rum. Ja. Ich genieße das Wetter, Lina. Tschüss. Ja, ciao. Der wird alles andere als das Wetter genießen, Alter. Der wird jetzt zu seiner Creeper-Farm oder so gehen und das komplett wegholzen. Aber Leute, wenn er das macht, Leute, dann muss ich leider, dann sehe ich mich leider gezwungen, den Alpha Tower wegzusprengen, koste es, was es wolle, Leute. Also der muss dann dieses Riesengerät, das werde ich dann einfach wegsprengen. Komplett ohne Wenn und Aber. Könnt ihr aber wissen, Leute. Das Ding, das wird es dann hier nicht mehr geben auf der YouTuber-Insel. Und dafür stehe ich mit meinem Namen. Ich hätte, glaube ich, gerne diesen Esel. Warte. So. Zack. Hier. Der Esel wäre toll. Kann ich dich haben? Oder gehörst du schon jemanden? Mag er mich? Wo ist die Geheimbase? Was für eine Geheimbase? Was machst du hier? Was machst du mit dem Esel? Nein, nicht der Esel! Nicht der Esel! Sag, wo die Geheimbase ist! Ich hab keinen Plan von der Geheimbase! Ich hab mir dieses Haus gebaut und ich hab keine Geheimbase irgendwo sonst gebaut! Ich schwör! Ich hab gesehen, du bist ja lange online! Wo warst du die ganze Zeit? Kannst nicht nur hier sein, du warst woanders! Nein! Ich hab dieses Haus gebaut! Ich schwör, ich hab dieses Haus gebaut! Der Esel wird jetzt klein, Liebe! Was? Nicht der Esel! Du sagst, dem Esel nicht gut geht! Nein, der Esel ist so nett! Der wohnt hier! Liebe! Ich will aber nur wissen, wo die Geheimbase von Benson ist. Ich weiß nicht, wo die ist. Ich habe keine Ahnung. Ich schwöre, ich sag die Wahrheit. Okay, alles gut. Tschüss. Ciao. Leute, hier ist noch ein bisschen Eisen. Das können wir mitnehmen. Das brauchen wir für Laternen. Ey, habe ich nicht sogar eine Leine? Komm. Ich hole eine Leine. Pass auf. Ah, der Esel könnte hier runterfallen und sich verletzen. Wir müssen diesen hier machen. Komm, Esel. Oh, hier geht's ja noch viel tiefer runter. Esel. Ich will den Esel für mein Zuhause haben. Esel. Ja. Ja! Ey, der Esel hat es ohne Verletzung runtergeschafft. Geil, Esel. Aua. Nein, nicht hier. Oh, er sollte nicht hier lang. Ah, egal. Schafft er es hier runter? Es könnte Zwiebeln, Esel. Ja. Jawohl. Und weil du ja ein Esel bist, lebst du draußen in der Wildnis. Das heißt, bleib kurz hier stehen, lieber Esel. Was ist hier gerade? Helene! Hallo! Was geht? Das ist hier nicht dein Haus! Doch, natürlich ist das mein Haus! Ich hab, ach so! Ich hab grad mein Esel. Wo ist die Geheimbase? Ich hab hier keine Geheimbase! Du kannst dich unten durchpuddeln, hier ist gar nichts! Ich will mir runter, ich will nichts! Ich will das Geheimbase nicht! Ja, hier ist es! Ja, gut, das ist nur so ein komisches Loch. Hier ist ja keine. Hier sind ja keine Sachen oder Villager. Wo sind die Dias? Hier sind keine Dias. Ich hab keine Dias. Oh! Oh, ein Pool. Ups. Kein Problem. Er war repariert. Dankeschön. So, schwimm raus, Selina. Ich schwimm. Ja, dankeschön. Ein Fisch macht blub, blub, blub. Genau. Und der Esel macht... Warte. Hier. Ja. Und zack, ich hab rausgekommen, Lina! Jetzt sind meine Freunde! Cool! Jetzt sind Freunde, Lina! Jetzt kannst du mir sagen, wo die Geheimbase ist! Ja! Nein, das kann ich nicht! Aber ich! Ja, weil ich keine Ahnung hab, wo die ist! Ich werde die noch kriegen und wenn sie euch wollen, die haben es! Ja! Ich krieg euch das! Diese Folge, die ist crazy. Die ist richtig crazy. Okay, ich wollte jetzt für den Esel Leute hier einen Zaun bauen. So. Zack.
Dann kann der Esel hier auch leben. So. 1, 2, 3. Zack. Zack. Und so haust du nie wieder ab. Und ich taufe dich auf den Namen. Muss ja eine richtige Taufe hier sein. Du heißt ab heute Benjamin. Boah, Benjamin, ich hoffe, dir geht's gut. Und wenn die Leute mich fragen, wo Ben ist, dann sage ich, hier. Ich brauche nur noch ein Namensschild dafür. Okay, Leute, wir haben gestern von Sue richtig viele Bücher bekommen. Also die crazy krassesten Bücher, die es auf dieser Erde gibt. Und ich habe tatsächlich Alphastein ein bisschen angelogen, weil das Ding ist, ich habe gesagt, ich habe keine Bücher, aber das ist eigentlich komplett gelogen, weil... Moment, ich habe keine Diamanten, aber das ist komplett gelogen, weil natürlich habe ich einen Diamanten. Deshalb würde ich jetzt vorschlagen, gehen wir nochmal zu Sue, reparieren meine Dia-Rüstung und dann holen wir nochmal neue Dias, weil ich glaube, wir brauchen das. Ja, genau. Wir brauchen Dias, genau, um die Schmiedevorlage hier auch zu benutzen. Eigentlich wollte Gambo auch noch vorbeikommen und wollte mir ein paar Laternen geben, weil das Ding ist, in meinem Haus sind gar keine Laternen drin. So, guten Morgen, liebe Welt. Oh, shit. Oh, ich muss ja krass aufpassen, wenn ich so zu Sue oder so gehe und die einen Amboss haben, weil ich habe böses Omen. Oh, das ist mies. Das ist miese Brise. Oh nein, da ist Alphastein schon wieder. Wir müssen abhauen. Leute, wir müssen abhauen. Wir brauchen irgendwo anders, warum wir einen Amboss. Aber wir brauchen möglichst schnell einen Amboss, weil wir müssen so langsam mal unsere Sachen verzaubern und alles. Wir müssen uns nämlich jetzt wieder aufrüsten, nachdem wir alles verloren haben. Sue war so nett, hat uns die Bücher gegeben. Aber als erstes brauche ich einen Amboss. Ich fütter den Esel gerade mit Kieselstein. Also wenn du mir nicht sagst, wo Ben's Base ist, dann ist das dein Problem. What the heck? Mein Esel mag aber Kieselsteine ganz gerne. So Leute, hier ist nämlich noch ein Amboss. Zack und... What? Das füllt so wenig auf. Oh nein. Oh man, Leute. Das Ding ist, ich hab sogar noch ein Reparaturbuch. Die Frage ist nur, packen wir Reparatur eher auf die Spitzhacke oder eher auf eine Brustplatte? Eigentlich ja auf alles drauf, aber ich brauche ja auch alle Sachen. Ich brauche ja auf alles eigentlich Reparatur. Oh, Leute, ey. Ich bin echt gut im Bauen, Leute. Aber solche Reparatur-Verzauberungs-PvP-Sachen, ey, da bin ich ein bisschen überfordert. Ich kann zwar kämpfen, aber die Sachen farmen. Aber das Ding ist, wo Alphastein gesagt hat, wo ist die Geheimbase? Das ist gar nicht mal so eine dumme Idee. Eigentlich brauchen wir wirklich ein Geheimversteck. Wir müssen irgendwo ein Geheimversteck bauen für unsere Sachen. Weil das Ding ist, wenn ich hier mit drauf gehe und das verschwindet, und das ist mir leider schon mal passiert, dann ist das richtig blöd. Wo wäre ein guter Ort für ein Geheimversteck? Also ich glaube, der friedlichste auf der Insel ist momentan tatsächlich Candy. Den würde wahrscheinlich niemand angreifen. Deshalb glaube ich, wäre das Smarteste, dass ich einfach irgendwo in seinem Haus einfach eine Kiste verstecke. Und dann wird mir damit wahrscheinlich nichts Schlimmes passieren. Wir müssen mal kurz nach meinem Esel gucken. Oh, Esel lebt noch. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hier oben, na, ist nicht so geiles Versteck. Hier unten vielleicht. Kies, Sand. Die Kiste ist leer. Hier ist so ein leerer Raum. Oh, das wirkt alles nicht so crazy sicher. Okay, bei Candy war das jetzt eher nichts. Gucken wir mal bei Flauschi vielleicht. Vielleicht hat die einen sicheren Ort für ihre Sachen. Vielleicht hier vor dem Fenster. Vor dem Fenster in der Mitte. Oh, nee, oder? Vor dem Fenster einen davor? Oh, nee, was ist denn hier drunter? Ey, hier sind so Sachen drunter überall. Vielleicht hier vor der Kiste? Oh, das sind auch nur Stufen. Boah, ist echt schwierig hier. Oh, wait. Hier vielleicht? Oh ja, hier kann man eine Geheimkiste platzieren. Okay, Leute, hier so Harry Potter-mäßig ist hier unten die geheime Kiste versteckt. Und das dürfen wir auf keinen Fall verlieren. So, zack, zack, zack. Dias, Eisen, Goldäpfel, Schutz. Ey, diese Kiste ist so wichtig, Leute.
Zack, das haben wir jetzt hier versteckt. Ich hoffe, da wird nie was explodieren. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall Brote noch für unsere Erkundungstour. Oh ja, hier haben wir zum Glück Brote. Okay, dann habe ich hier 5 Brote. Das ist ein bisschen wenig. Oh, meine Essensfarm ist so Müll. So, Leute, es wird jetzt kräftig gefarmt. Das Problem ist, mit dieser Spitzhacke hier können wir niemals so viele Dias farmen, dass wir unsere Schmiedevorlage, die wir netterweise von Blackjack bekommen haben, dass wir die aufwerten können, beziehungsweise duplizieren können. Deswegen habe ich jemanden sehr, sehr netten, super tollen, ehrenwerten, mega geilen, mega geil YouTuber gefragt, ob er mir vielleicht eine Glücksspitzhacke leihen könnte. Und er sollte jeden Moment da sein. Hallo? Benson, wo bist du? Hä, wo bist du? Wo bist du? Oh, Mashallah, siehst du gut aus. Ja, gehört nicht mir, ist ausgeliehen. Ist geleast. Ich habe gehört, dass hier sich etwas gewünscht wurde. Ja, vom Weihnachtsmann. Du siehst auch ein bisschen aus wie der Weihnachtsmann. Aber das kriegst du nicht. Ciao! Ich bin tot, glaube ich. Was? War der nichts? Denkt, der ist tot mit Netherite, ey. Aber er kriegt schon Dickschaden, ja, manchmal. Okay, ich überreiche ihn feierlich die Bangs-Spitzhacke. Aber die ist nicht ausgeliehen, die gehört wirklich mir. Also die möchte ich bitte wieder haben und krass, auch ein ganzes Stück. Also ja, lass dich nicht vom Alpha-Clan hier entführen, wie während du die hast. Nee, alles gut. Ich werde ganz weit weggehen und ganz viele Dias farmen. Vielleicht kriegst du auch welche. Ich hole welche für die Mint. Kannst du ganz viele Dias haben und so. Vielen Dank, Benson. Lass ein Like da für diese Ehrenaktion von Benson. Ja, geil. Okay, danke schön. Nix, cool. Nix, das ist von Gambo. Ciao. Okay, und mit dieser mega geilen Spitzhacke können wir mega viel Diamanten farmen. Und wir brauchen auch relativ viele Diamanten. Wir brauchen ungefähr 1 Stack. Am besten wäre ein bisschen mehr. Und diese Spitzhacke, boah, Glück 5, Effizienz, Reparatur, boah, die ist richtig, richtig gut, Leute. Wir können auch gleichzeitig ein bisschen Gold farmen, weil das brauchen wir für Netherite. Leute, ihr begleitet mich gerade bei meinen ersten Schritten, dass ich wirklich mir Netherite mal hole und so ein Kram. Normalerweise mache ich sowas nicht, weil meine Videos bestehen aus Bauen und Challenges, wo wir entweder Netherite einfach so bekommen. Und dadurch, dass ich immer im Kreativmodus baue oder generell immer gerne Sachen baue, bin ich da überhaupt nicht drin. Ich glaube, wir gehen einfach mal in die Richtung, weil ich glaube, in dieser Richtung wird noch nicht so krass viel abgefarmt. Wir haben auch richtig viel Essen dabei, also diese Farming-Tour, die sollte es sein auf jeden Fall. Oh, das hier nehmen wir einfach mal mit. Oha. So, wir klauen hier einfach mal das Boot hier. So, und hier müssten wir einfach mal eine Höhle finden, wo wir einfach mal ein bisschen farmen können. Und wir können noch eine Sache machen. Und zwar können wir hier einfach mal die Kürbisse mitnehmen, weil ich glaube, Flauschi braucht Kürbisse, weil ich glaube, ihre Schneemann-Armee ist leider ein bisschen pleite gegangen. Beziehungsweise ich sehe die nicht mehr im Loch rumschwirren. Deshalb habe ich jetzt einfach mal ein paar Kürbisse gefarmt. Vielleicht braucht sie die ja. Das sieht mir nach einer sehr schmackofatzigen Höhle aus. Na, Leute, ich war ein bisschen doof. Und zwar machen wir uns jetzt instant mal einen Ofen, weil ich brauche auf jeden Fall... Wait, wir müssen das ganze Holz nicht verbrauchen. Ein Schild brauchen wir auf jeden Fall. Wegen den Skeletten und so. Okay, gehen wir jetzt hier runter. Ja, ein bisschen Eisen farmen wir auf jeden Fall auch. Boah, hier dürfen wir bloß nicht runterfallen irgendwie. Okay, das Eisen ist sehr, sehr nice. Komm, den Creeper lassen wir einfach explodieren. Boah, zum Glück hat der Zombie nicht mein Schild gebrochen. Und jetzt können wir hier Dias farmen. Jetzt haben wir unsere ersten Dias hier zum Glück. Hier ist auch das erste Gold, aber da ist wieder der nächste Creeper. Leute, hier habe ich noch was richtig Cooles gefunden. Und zwar ist hier einfach so eine wunderschöne Höhle. Boah, die mag ich auch. Amethysten. Amethysten sind richtig geil zum Bauen. Die kann ich Ben schenken. So als Zeichen meiner Dankbarkeit. Mache ich mal mit meiner Schrottspitzhacke einfach. Oh, jetzt kann man sogar verstärktes Glas oder sowas machen. Weil ich ihm so eine Scherbe vielleicht besorgt habe. Hier, die da. Yeah. Boah, geil. Amethystscherben. Jawohl. 1 Stack hiervon. Das kann er bestimmt. Da würde er sich freuen, glaube ich. Okay, hier schwimmen wir einfach wieder hoch, weil... da suche ich doch lieber eine andere Höhle, weil die habe ich schon... Hey, wer will hier denn Stress von mir? Willst du etwa Stress? Also hier sind noch relativ viele Dias, aber Leute, ich habe gar keinen Bock, hier irgendwo runterzufallen. Oh, schon wieder ein Trank auf mich geworfen. Chillig. Hey Leute, ich habe so viele Leute hier gerade im Rücken. Und das auf keinen Fall im positiven Sinne. Ich hau ab. Eine Höhle wäre jetzt noch ganz nice. Es wird nämlich so langsam Nacht. Und Nacht ist ein bisschen kacke. Hey, hier ist sogar eine Werkbank.
Hier irgendwo mitten im Nichts. Und hier ist sogar ein Portal. Ey, Leute, wir haben einen Stack Dias. Jawolski. Oh, das ist cool. Das ist richtig nice. Okay, jetzt will ich hier diese Azaleen-Höhle aber mal so ein bisschen genauer abchecken. Okay, da sind direkt Creeper. Chillig, chillig, chillig. Bitte chillt, bitte chillt. Aua. Frieden, Leute, Frieden. Ein Axolotl! Wow, 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 wow. Ein Axolotl ist ja wohl ultra krass. Okay, wir holen auf jeden Fall mehr Gold, Leute. Und wir holen ein bisschen mehr Eisen, Leute. Weil jetzt habe ich nämlich folgenden Plan. Und zwar mache ich hier mal ganz schnell... Ich höre hier was Komisches. Oh nein, Fisch. Ich rette dich, kleiner Fisch. Okay, ich habe ja zum Glück noch meine Werkbank, Leute. Denn ich würde jetzt gerne Folgendes machen. Ich schmelze mal ein bisschen Kohle. Und dann versuche ich einfach, 2 Axolotls mitzunehmen. Dann habe ich eins für mich und eins für Benson. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, noch niemand hat hier einen Axolotl. Auf welcher Höhe sind wir? Minus 17. Also wir können halt hier versuchen, auf minus... ist viel schneller. Wir nehmen die... auf minus 50 raufzukommen, sind wir ja Dia-Level. So, Leute, jetzt bin ich Höhe 50 und vielleicht finde ich ja hier auch Diamanten. Noch mehr Diamanten, sehr geil. Noch mehr Gold, doppelt geil. Boah, der hatte volle Kettenrüstung. Wir müssen hier mal ein bisschen mehr chillen, hier die ganzen Mobs. Ey, chill doch mal. Da drüben ist noch ein... Oh, Skelett! Bitte lass mich doch einfach an den Kram ran. Nee, Creeper, heute nicht. Ich hau ab. Und jetzt sollte da hinten das Eisen fertig sein. Das heißt, wir könnten theoretisch 2 Eimer fertig machen. Nein. Nein. Die Axolotls sind weg. Oh nein. Wo sind die Axolotls hin? Oh nö. Ich hatte hier doch Axolotls. Hier, hier ist eins. Okay, jetzt haben wir aber, dumm wie wir sind, haben wir unsere ganzen Sachen da liegen lassen, weil wir einfach jetzt random so ein blödes Axolotl jetzt wieder suchen wollten. Mann, ich bin so ein Hohlkopf. Hätte ich dich fast übersehen. Und bam, ich nehme dich mit. Jawolski, Jawolski, wir haben ein Axolotl. Boah, mein ganzes Inventar ist voll, Leute. Ich weiß nicht, was ich wegmachen soll. Ich brauche das alles noch. Leuchttintenbeutel, brauche ich das? Theoretisch schon. Die Sachen, Tonklumpen, egal. Tonklumpen brauche ich nicht. Hä? Hat da sich jemand was aufgebaut? Was ist das denn? Hier ist eine kleine Kakaofarm. Versteckt hinter Bambus. Ist ja süß. Leute, da ist meine Butze. Da können wir beim Hafen anlegen. Ta-ta-ta-ta. Wir sind endlich wieder zu Hause, Leute. Ey, hat jemand meine Sachen kaputt gemacht? Was da? Elina, ich habe dir eine Nachricht hinterlassen. Bitte alleine lesen. Okay. Mohn und Buch und Feder. Nehme ich mal hier mit. Was steht hier drin? Warte, nicht, dass jemand guckt. So. Hallo, Elina. Ich wollte dir sagen, dass ich dich ziemlich attraktiv finde und würde dich gerne sehen unter 4 Augen. Bitte behalt das alles für dich. Frösche sind der Hammer und die Blume ist für dich. Liebe Grüße anonym. Was? Oh mein Gott. Leute, ich sehe sexy aus. Und ich hab sogar Mohn bekommen. Okay, Leute. Mit der spannenden Nachricht beenden wir die heutige Folge. Unsere Ausbeute war sehr geil. Und irgendwer findet mich hübsch. Leute, lasst ein Like und ein Abo da. Haut rein. Tschüssi. Alle gehen, alles geht ab, ab, ab.